bezahlst, das erfährst du jetzt. Also Dogecoin kostet dich 5 bis 6 Cent. Investiere am besten 1 Euro, dann hast du 20 Dogecoins. Sollte Elon Musk recht haben und Dogecoin wird eines Tages zur Währung der Welt, dann hast du aus einem Euro glatte 786.000 Euro. Also aus einem Euro 700.000 Euro machen. Ob das realistisch ist, das zeige ich euch heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute sprechen wir über, ja, ich muss schon fast lachen, über ein Thema, was leider sehr, sehr viele draußen im Social Media Bereich, auf TikTok etc. ansprechen. Leute, die entweder keine Ahnung haben oder Leute, die es einfach nicht besser wissen. Ich möchte damit auch jetzt niemanden persönlich fronten oder so, weil das ist einfach Wissen, das weiß man natürlich nicht, das Wissen wird einem nicht in die Wiege gelegt, so Wissen muss man sich aneignen, aber gerade wenn ich etwas im Internet publiziere und sage, investiert euer Geld in irgendetwas Bestimmtes, dann sollte man wenigstens wissen, wovon man spricht. Nichtsdestotrotz mache ich dieses Video heute, um solchen Leuten und auch um euch zu zeigen, ob es jetzt wirklich realistisch ist. Ich meine, Krypto steht im Moment mega im Hype. Wir wissen alle, dass der Bitcoin mal 6 Cent gekostet hat und mittlerweile bei ca. 40.000 Euro liegt. 40.000 Euro wird auch heute meine Referenzzahl. Ich zeige euch heute, dass solche Versprechen wie aus einem Euro 700.000 oder 800.000 Euro zu machen absolut unrealistisch sind, ja. Also es ist eventuell möglich, hätte man vor 11 Jahren, als noch kein Schwanz von Bitcoin gehört hat, hätte man dann Geld in Bitcoin investiert, ja, dann hätte man Millionen und Milliarden machen können. Es ist so. Auch heute kann man vielleicht noch Millionen machen, aber nicht mit einer Investition von 1 Euro oder 1,50 Euro, wo man dann eine Million geknackt hätte. Wie das Ganze dazu kommt, etc., zeige ich euch heute mit Hilfe einer weiteren PowerPoint-Präsentation. Ich finde das eigentlich ziemlich gut, Sachen damit darzustellen. Und ja, wir springen einfach mal direkt in die Folie rein. So, wir haben hier also Dogecoin. Ein Dogecoin ist eine Art von Kryptowährung. Es gibt sehr, sehr viele. Das Beispiel, was ich heute anspreche, beinhaltet Dogecoin und Bitcoin. Es gibt derweil noch tausende andere Kryptowährungen. Die Parameter, also die Zahlen, die ich sage, die sind natürlich sehr variabel, aber auf viele Sachen anwendbar. Und die Informationen, die ich rüberbringe, könnt ihr für euch nutzen auf jede Kryptowährung, genauso wie auf jede Aktie anwendbar. Fangen wir an. Ein Dogecoin kostet 6 Cent. Gehen wir jetzt hier mal davon aus, der Kollege meinte 5 Cent, momentan liegt er bei 6 Cent. Ich gehe vom aktuellen Wert aus. Das heißt, wenn wir 1 Euro investieren, dann bekommen wir 16,67 Dogecoin. Okay, alles klar. Das ist auf jeden Fall realistisch. So ist der Stand der Dinge. Ein Bitcoin kostet momentan 40.000 Euro. Das heißt, wenn ein Dogecoin, der jetzt gerade 6 Cent kostet, einen Wert von 40.000 Euro erreichen sollte, hätten wir diese 40.000 Euro mal 16,17. Und das sind die Dogecoins, die wir bekommen. Für die Leute, die sich gerade wundern, 0,17 Coins, ja, es ist möglich, nur einen Teil einer Kryptowährung zu kaufen. Das heißt, man kann auch nur 0,005 Bitcoin für einen gewissen Wert kaufen. Das heißt, man kann auch schon theoretisch 5 Euro in Bitcoin investieren. Aber egal, zurück zum Thema. Sollte das wirklich so sein, dann kommen wir auf 666.666,67 Euro gerundet. Ja, der Kollege im Video hat natürlich was von über 700.000 Euro gesagt. Er hatte aber auch 20 Dogecoins, muss man dazu sagen. Wie realistisch ist das Ganze jetzt? Es gibt im Umlauf maximal 21 Millionen Bitcoins. Das müssen wir uns bewusst werden. Das heißt, wir haben 21 Millionen Bitcoins, die es insgesamt gibt. Und diese 40.000 Euro sind ja auf die Bitcoins aufgeteilt. Wenn wir uns jetzt auf die Dogecoins konzentrieren oder auf den Dogecoin, dann sehen wir, von dem gibt es 130 Billionen. Ne? Das, ihr seht hier diese tolle Zahl. Dazu kommt noch, dass jedes Jahr 5,256 Billionen dazukommen. Das heißt, es kommen jedes Jahr 250 Mal so viele Dogecoins in den Umlauf, wie es überhaupt an Bitcoins gibt. Das ist für die Rechnung gleich wichtig. Das heißt, ein Bitcoin kostet 40.000 Euro. Wir haben 21 Millionen Bitcoins. Wenn wir jetzt diese 40.000 Euro mal die 21 Millionen rechnen, weil jeder Coin ist 40.000 Euro wert, dann kommen wir auf 840 Milliarden Euro. Ist eine Menge Geld, auf jeden Fall.
Wenn wir jetzt den aktuellen Wert des Dogecoins nehmen, das heißt 6 Cent, und den multiplizieren mit 130 Billionen Dogecoins, dann kommen wir auf einen Gesamtwert von 7,8 Milliarden Euro. Sprich ungefähr knapp unter 10% des Bitcoins. Jetzt müsste das eigentlich schon einleuchten, okay, wenn der Gesamtwert der Dogecoins 10% von Bitcoin entspricht. Ja, wenn wir genauso viele Dogecoins wie Bitcoins im Umlauf hätten, 10% weniger, dann wäre der ja bei 4000. Aha, erster Gedankenfehler schon mal gefunden. Ja, jetzt rechnen wir das Ganze mal ein bisschen weiter und rechnen mal so weiter, wie uns das die tollen Leute auf TikTok immer wieder suggestieren. Und zwar gehen wir jetzt mal davon aus, dass ein Dogecoin 40.000 Euro kosten würde. Das heißt, dass jeder dieser 130 Billionen Dogecoins 40.000 Euro kosten würde. Das heißt, wir hätten einen Gesamtumlauf, und ich springe nochmal zurück auf die Bitcoin-Seite, da einen Gesamtumlauf von 840 Milliarden haben wir momentan in Bitcoin. Sollte die Zahl von Dogecoin auf 40.000 Euro steigen, hätten wir insgesamt 5,2 Milliarden Euro in Dogecoin. Ob das realistisch ist oder nicht, das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe das hier nochmal ein bisschen besser veranschaulicht, weil ich bin der Meinung, und ich denke, da bin ich nicht der Einzige, Zahlen ab einer Million sind einfach schwer greifbar. Wenn ich jetzt von Milliarden auf Billiarden springe, ich finde, da wird einem gar nicht bewusst, was das überhaupt für ein riesiger Sprung ist. Deswegen habe ich das hier nochmal verdeutlicht. Hier sehen wir, 840 Milliarden sind der momentane Bitcoin-Wert insgesamt. Und sollte Dogecoin 40.000 Euro pro Coin erreichen, haben wir 5.200.000 Milliarden Euro als Wert. Ja, das ist schon mal dementsprechend realistisch, beziehungsweise unrealistisch, diesen Wert wieder zu spiegeln. Aber um es noch ein bisschen besser zu verdeutlichen, habe ich was gefunden, was ich eigentlich ganz interessant finde. Und zwar schauen wir uns einfach mal an. Okay, 840 Milliarden Sekunden spiegeln ungefähr 26.636 Jahre wieder. Nur jetzt einfach mal, damit man mal drüber nachdenkt. Einfach mal, um die Zahlen ein bisschen zu vergleichen. Okay, 26.000 Jahre ist schon viel. Was sind allerdings jetzt diese 5,2 Billionen Sekunden in Jahre? Und da kommen wir auf 164.890.918 Jahre. Und hier haben wir den Vergleich. Ich denke, das Ergebnis sollte spätestens jedem von uns deutlich machen, okay, das ist auf jeden Fall ein riesiger Unterschied. Weil ich finde immer so, okay, Nullstellen so, dann kommen da drei Nullen zu. Ja, okay, kann man mal machen so. Und ich finde das mit den Jahren gerechnet einfach ziemlich eindeutig und ein ziemlich krasses Ergebnis. Sollte nun der Dogecoin, und das ist eine weitere Rechnung, die ich angestellt habe, irgendwann es mal schaffen, wirklich vom Gesamtwert genauso viel wert zu sein wie Bitcoin zum heutigen Tage, sprich 840 Milliarden, dann würde ein Dogecoin 6,46 Euro kosten und keine 40.000 Euro. Das heißt, würde das gesamte Geld, was jetzt in Bitcoin steckt, so in Dogecoin stecken, dann hätten wir einen Coinwert pro Coin von 6,46 Euro. Dementsprechend hätten wir aus unseren 16,67 Dogecoin 107 Euro und 69 Cent gemacht. Ja, aus einem Euro 107 Euro ist natürlich heftig. Das ist uns allen bewusst, und auch da, wenn man wieder da mal 1, 2, 0 hinterpackt, aus einem Euro 10 Euro macht, dann wären wir schon bei 1000 Euro und so weiter. Also es ist natürlich ein heftiger Multiplikator, aber ich denke, es macht schon einen Unterschied, ob man aus einem Euro 107 Euro macht oder fast 800.000 Euro. Dann hat der Kollege, und das sagen auch ganz viele in den Videos etc., behauptet, dass Elon Musk gesagt hätte, dass Dogecoin die neueste oder die nächste Weltwährung wird. Das hat Elon Musk nicht. In der Tat macht Elon Musk immer wieder über Twitter kleine Späße über Dogecoin und stachelt die Leute dazu an, Dogecoin zu kaufen.
Elon Musk sieht das aber eher als Spaß und als Witz. Ja, und das ist auch das nächste, also das, ja, das Ähnlichste, was er mal dazu gesagt hat, dass es die nächste Weltwährung wird. Das Ähnlichste, was er in dem Punkt gesagt hatte, war einmal, dass er behauptet hatte oder gesagt hatte, überlegt hatte, dass es ja total lustig wäre, wenn es irgendwann dazu kommen sollte, dass wirklich dieser Dogecoin sich durchsetzt und dass die neue Weltwährung werden würde. Dass er der Meinung ist, dass das realistisch ist, hat er nie behauptet. Er hat nur gesagt, es wäre ja lustig. That the currency that was invented as a joke, in fact, becomes the real currency. Right. Wow. No, absolutely. So, to the moon. To the moon. Zudem kam noch dazu, dass Elon Musk vor kurzem 1,5 Milliarden Bitcoin mit dem Geld von Tesla gekauft hat. Ja, also er hat, ich meine, es sind ungefähr 10% des Geldes, was er momentan als Cash-Reserven hat. 15 Milliarden müsste eigentlich für Tesla hinkommen. Angaben ohne Gewähr, kann sein. Kann auch nicht sein, kann auch sein, dass sich das immer wieder ändert. Auf jeden Fall hat er einen relativ großen Teil des Geldes oder ja, einen angemessenen Teil des Geldes in Bitcoin investiert. Ja, wenn er jetzt der Meinung wäre, dass Dogecoin die nächste Hauptwährung wäre, dann hätte er es wohl nicht in Bitcoin, sondern eher in Dogecoin investiert, nur mal als Gedankenanstoß. Nichtsdestotrotz sind 1,5 Milliarden in eine Kryptowährung natürlich eine Menge Geld. Und das zeigt uns, wie stark überzeugt Elon Musk von den Kryptowährungen ist, und ich denke, es ist nicht zu vernachlässigen, sich im Auge zu behalten, dass Elon Musk immer noch oder gerade seit nicht mal so langer Zeit einer der reichsten bzw. der reichste Mensch der Welt ist und einen Nettowert hat, von dem ja andere Leute nur träumen. Also wirklich, es ist wieder so, ja, man spricht hier von hunderten Milliarden, es ist für uns kaum greifbar, aber rechnet es euch einfach gerne mal durch. Wenn ihr solche Zahlen habt, rechnet euch diese Zahlen gerne mal in Zeit um und dann werdet ihr schnell feststellen, Alter, das sind echt riesige Summen. Und ja, man denkt immer, ja, okay, man kann das Geld, was man hat, alles ausgeben, egal wie reich man ist. Bei solchen Leuten bin ich mir da echt nicht sicher. Aber gut, so viel auf jeden Fall zu dem Thema. Ich hoffe, ich konnte euch das ganze Thema ein bisschen näher bringen. Dasselbe ist übrigens der Punkt mit den Aktien. Also dazu werde ich vielleicht nochmal ein extra Video machen, weil ja, Leute, die sich für Aktien interessieren, interessieren sich nicht gleich für Bitcoins, genauso andersrum. Und ihr seht schon, man sagt schon Bitcoin und nicht Kryptowährung. Bitcoin ist einfach so allgegenwärtig im Wortschatz oder im Sprachgebrauch integriert. Das ist, ja, automatisch sagt man Bitcoin statt Kryptowährung. Naja, auf jeden Fall, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wie gesagt, das Gleiche ist anzuwenden auf Aktien etc. Das heißt, eine Lind-Aktie beispielsweise, nur um nochmal kurz auszuschweifen, kostet im Moment ca. 80.000 Euro. Eine Amazon-Aktie kostet im Moment 2.500 Euro. Deswegen ist Lind aber nicht 30 Mal wertvoller als Amazon. Es ist einfach die Anzahl der Aktien, die im Umlauf sind, entscheidend, um daraus Schlüsse zu ziehen, wie viel Wert ein Unternehmen hat. Und mit der Rechnung, die ich hier auch angewandt habe, das heißt Preis pro Coin bzw. Preis pro Aktie mal Anzahl der Aktien bzw. mal Anzahl der Coins, spiegelt den Wert eines kompletten Unternehmens wider. Das heißt, ihr könnt euch ganz einfach den Wert eines beliebigen Unternehmens ausrechnen, indem ihr einfach den Aktienkurs mal der in Umlauf liegenden Aktien multipliziert. Ja, das hätte ich natürlich alles in einem Satz sagen können, allerdings wollte ich das hier als Beispiel mal ein bisschen größer aufbreiten, weil viele Leute halt immer noch gar nicht darüber Bescheid wissen. Und so viel zu dem Thema. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das der Fall ist, lasst gerne eine positive Bewertung da und ein kostenloses Abonnement auf diesem Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall mega darüber freuen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Freunde.